Das ist jetzt die Homepage-Seite von Rising Gods auf Deutsch, die Seite, bei der ich jetzt auf dem Privatserver spiele. Zurzeit sind 685 Spieler auf dem PvP-Server und 293 Spieler auf dem PvE-Server. Morgen kommt die nächste Erweiterung für World of Warcraft raus. Und heute geht hier irgendwie so ein Eingangsevent daher. Ich werde mal einfach mich hier auf mein Pferd schwingen. Und dann gehen wir mal gucken, wo hier irgendwo was los ist. Gehen wir mal hier zum Oberkriegshäuptling-Chefe gucken. Der ist nicht da. Okay. Der ist wahrscheinlich mit in der Action. Dann gehen wir mal gucken, ob irgendwo die Action ist. Können wir einfach mal fragen. Da kriege ich gerade die Rückmeldung, wo man sich für die Spieler gegen Spieler Schlachtfelder anmelden kann. Das ist das Tal der Ehre. Das ist hier drüben. Und dann werde ich da mal hingucken. Da sind wir. Die gehören hier nicht her, die sind nicht normal. Da ist ja schon ganz schön was los hier. Es ist sozusagen ein Story-Skript, um halt diese ganze Geschichte mit diesem neuen Kontinent, mit dem Norden und dem Eiskönig sozusagen einzuleiten. Wenn ich das jetzt verstanden habe, geht es in dem Event darum, dass einer von Thralls, also vom Kriegshäuptling, dessen Generäle, kommt zu ihm und sagt, unsere Armeen erwarten deinen Befehl. Und der General sagt halt, lass sie mich nach Nordend leiten. Ja? Thrall verliert den Kampf fast, aber in dem Moment wird halt die Stadt von der Geißel angegriffen. Ja? Ja, und das Event ist dann halt, dass du dieses Stück Story nachspielst sozusagen. Das ist halt geskriptet, das wiederholt sich alle 10 Minuten. Du gehörst ja zur Horde und folgst sozusagen dem Aufruf deines Oberchefe, ne? Der sagt, hey, we want you, ja? Und folgst ihm sozusagen. Übermorgen dann, ab 0 Uhr. Allein schon gegen ihn hier antreten zu können, das wäre zu schön. Das Spiel beziehen würde ich ganz einfach, indem ich hier auf diesen Button Downloads klicke. Ob Wrath of the Lich King gleich sofort schon verfügbar sein wird zu downloaden, wenn das rauskommt, oder erst dann, wenn es für unseren Server verfügbar ist, ist noch nicht raus. Dementsprechend muss man sich halt überraschen. Angeblich soll ja das größte Event, Release-Event sein auf der Welt. Und das würde mich schon mal interessieren. Vielleicht treffe ich auch ein paar Gleichgesinnte. Und hast du vor, es dir dann zu kaufen? Das muss ich erst mal sehen. Das weiß ich noch nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also darüber habe ich noch nicht so die Gedanken drüber gemacht, ja, mir selber. Weil vor allen Dingen, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden würde, halt, wenn ich sowieso hier bleibe, dann mache ich halt immer hier. Und dann irgendwann kann ich halt hier klicken und dann kommt doch was. Heute Nacht ist es soweit, zumindest für mich. Ja, hatte eigentlich gesagt, ich werde noch warten, aber es hat sich nun einiges ergeben und daher werde ich halt sofort gnadenlos zuschlagen. Ich bin zumindest schon mal sehr gespannt, was da heute so alles im Alexa los ist. Ich habe mich ja breitschlagen lassen, heute Abend in die Gropius-Passagen in Berlin zu fahren, um meine Wrath of the Lich King Collector's Edition in Empfang zu nehmen. Allerdings muss ich noch einkaufen. Habe mich nämlich noch nicht mit allerlei Rundumversorgung eingedeckt, was der ambitionierte Gamer so braucht. Da wären zum Beispiel Palette Energy Drinks, Pizza aka diverses Junkfood, Tee, reichlich Obst und leere Gläser, damit man nicht aufs Klo muss. Scherz. In den Gropius-Passagen hier, da ist der GameStop, da arbeitet ein Freund von mir, der Mike. Und der hat für mich eine Collector's Edition vorbestellt. Um 0 Uhr geht's los. Ich wollte so 23:30 in dem Dreh da sein, schon mal anstellen. Ja, auch nicht 2 Stunden da in der Schlange stehen oder so. Guten Tag, grüße dich. Ne? Und du, du scheißt auf WoW, ja? Ja, wollte mal rumgucken. Gucken, was du hier so machst. Ja. Wir haben vor, um 0 Uhr aufzumachen. Dann wird halt erstmal installiert, dann wird gespielt ein bisschen.
und dann irgendwann morgen früh geht's wieder los mit Arbeiten. Die Nacht wird durchgemacht heute. Nein, nicht ganz, aber schon. Halo 3. Durch die letzten 2,5 Jahre WoW nicht wirklich dazu gekommen, irgendwie mal was anderes zu spielen. Also vielleicht ein, zwei andere Spiele pro Jahr. Und ja, mit WoW ist man ja eigentlich für seine 13 Euro im Monat rundum versorgt. Deswegen braucht man sich jetzt nicht unbedingt für 40, 50 oder 60 Euro ein neues Spiel kaufen.